So dick bin ich jetzt auch wieder nicht. Das ist Quatsch. Nee, ich freue mich sehr, heute hier zu sein, weil man kommt so selten aus dem Saarland raus. Und ihr seid viele. Ich meine, ihr habt heute die Chance, ihr seht bereits 5% aller Saarländer hier auf der Bühne. Das ist natürlich Quatsch. Das sind 10%, ich bin deutlich dicker. Ja, naja, das ist nur so der Einstieg, damit ihr merkt, ich bin ganz normal. Und falls ich heute so ein bisschen komisch spreche und ihr das nicht versteht, keine Sorge, ich habe keinen Schlaganfall. Das ist nur mein Schwätze. Ja, aber ich versuche es ein bisschen so zu halten, dass ihr mich auch versteht, ja. Also ich darf mich nochmal kurz vorstellen. Mein Name ist Matthias Ziegler, für die mich nicht kennen, für alle anderen auch. Ich bin Vater einer 3-jährigen Tochter. Deswegen könnt ihr mir glauben, ich bin sehr froh, heute Abend hier zu sein. Ja, das fing eigentlich schon eine Kacke an. Ich bin eigentlich total überfordert mit dem kleinen Wurm. Ich hatte mich zwar auf die Geburt wochenlang darauf vorbereitet, ne? Hatte die Tasche mit allem gepackt, Essen, Trinken, was man da so braucht. Und als meine Frau mich dann wach machte, als die Wehen in Abständen von 2 bis 3 Minuten kamen, war ich auch froh, dass ich das schnell gemacht habe, weil ich habe die Tasche direkt gefunden am Geruch. Und ja, dann ging es los. Ne? Da muss ich ja schnell reagieren, 2 bis 3 Minuten, das Kind kann jeden Moment kommen. Ne? Tasche geholt, ab ins Auto, hin zum Krankenhaus, wieder zurückgefahren, Frau geholt, ab ins Krankenhaus. Mir ist es leider erst eine Rezeption angefangen. Ich hetze da so hin, so, Kind, Geburt. Und sie so, ist es da drin? Gut, vom Geruch her, naja, auf jeden Fall ging dann alles gut, ne? Hab meine Freundin nochmal abgeholt und dann wurde meine Frau an so ein Wehenmesser angeschlossen, ne? Das ist ein EKG, ähnliches Gerät. Und das Ding ist eigentlich ganz lustig für uns Männer, weil wir sehen dann, wann die nächste Wehe kommt und wie heftig die wird. Oh, Schatz. Oh, die wird übel, die wird übel. Oh. Schnauze. Und ich wollte das dann so ein bisschen auflockern und so, Schatz, Schatz, das ist die perfekte Welle, das ist der perfekte Tag. Wahnsinnig lustig. Und der Oberarzt auch nicht. Naja, na, dann ging zum Glück alles gut, ne? Dann kamen sie in den Kreissaal und boah, hat die geschrien. Was ihr Frauen da durchmacht, das ist Wahnsinn. Was ihr eurem Körper da antut. Also, ich, nee, muss man mal einen kleinen Applaus an euch Frauen machen, dass ihr das da durchsteht. Das ist der Wahnsinn. Nee, was ihr da durchmacht, Wahnsinn, das würden wir nicht schaffen. Ne? Also, ich meine, ich habe gehört, die Schmerzen bei einer Geburt, die sind fast so schlimm wie eine Männergrippe. Ja, wir stellen uns ja immer ein bisschen dran. Ja. Ja. Naja, auf jeden Fall ging dann zum Glück alles gut. Und, aber wie heißt es denn jetzt? Weil wir hatten uns natürlich im Vorfeld ganz viele Gedanken darüber gemacht, wie wir es nennen. Nur, wenn man dann so drüber nachdenkt, dann merkt man eigentlich, wie viele Menschen man wirklich hasst. Und du willst ja nicht, dass das Kind durch den Namen schon komplett zerstört ist, also nicht sofort. Und haben wir natürlich im Vorfeld überlegt, so, was kann man sagen, was kann man gut schreien, ja, was kann man einfach schreiben. Ne? Ich meine, Matthias, ihr habt es eben sehr netterweise korrigiert, dass ich nur ein T habe. Ne? Philipp hat es da schon deutlich schwerer. Der muss gucken, wie er geschrieben wird. Ja, aber ich habe es mir dann einfach gemacht, habe ich einfach gesagt, okay, Schatz, du hast die Schmerzen bei der Geburt, du darfst den Namen aussuchen. Hatte nur eine Bedingung, soll bitte nichts mit M sein, muss ich kurz erklären. Weil ich heiße Matthias, meine Frau Marisa, meine Mutter Margret, meine Oma Maria. Und ich gucke dann so, was meine Frau ausgesucht hat. Mona. Melina. Schatz, was soll das? Das ist die perfekte Welle, das ist der perfekte Tag. Na, die hatte ich irgendwo verdient. Ja, auf jeden Fall sitzt du dann da im Krankenhaus und alle Verwandten und Freunde kommen und schenken dir dann lustige Dinge oder nützliche Dinge. Aber bei mir waren es dann eher lustige Dinge, weil du kriegst dann so Leibchen für die Kleine und dann so lustige Sprüche draufstehen. So, ich bin der Beweis, dass Papa nicht nur zockt. Oder, wenn du mich wächst, töte dich Mama. Und mein bester Freund schenkt mir ein T-Shirt, wo draufsteht,
also wo drauf steht, für die Kleine: Mama war schwanger, Papa sieht immer so aus. Wenn der mal Kinder kriegt, mein Mann. Ja, und mittlerweile, es ist schon 3 Jahre und mit Mona ist es ein bisschen komisch, weil obwohl die 3 ist, stellt die unglaublich präzise Fragen, wo ich noch gar keine Antwort weiß. Also es ist seltsam. Ich meine, letztens kam sie zu mir und so: Papa? Ja? Wo kommen denn die Tampons rein? Da wo die Babys herkommen? In den Storch? Und letztens sitze ich zum Beispiel auf der Toilette und sie kommt rein und fragt so: Papa, was ist das? Das ist mein Penis. Darf ich den anfassen? Nein! Und ich höre mich dann sagen: Wenn du groß bist, darfst du so viele Penisse anfassen, wie du... Oh Mann. Ja. Letztens sitzen wir da. Ich könnte mir auch einen Stuhl holen, aber ich bin faul. Letztens sitzen wir da und ich trinke so ein kleines Bierchen für mich, ne, so ein Feierabendbierchen. Und ihr kommt dann so: Papa, was ist das? Das ist Bier, das darfst du nicht trinken, ja? Das ist verboten, das ist für Erwachsene. Ich drehe mich um, höre. Sie läuft weg und sagt: Papa hat mir Bier angeboten. Ja. Ich find's auch irgendwie krass. Ich habe mir mal überlegt, um nochmal zur Geburt zurückzukommen, weil der Gedanke geht mir nicht aus dem Kopf. Es gibt ja Leute, die machen ein Video von der Geburt. Jetzt mal ehrlich. Zu was für einem Anlass guckst du dieses Video? Zu Weihnachten bei den Schwiegereltern? Der Hund guckt hinten in der Ecke, fängt an. Das machst du doch nicht. Naja. Um wieder den Bogen zu schlagen zu meiner Tochter. Es ist ja so, ich lege meine Tochter jetzt mittlerweile hin, seit wir das Beruhigungsmittel abgesetzt haben. Keine Angst, nur ein Schnuller, alles cool. Lege ich es halt hin, immer das Licht aus, bisschen gedimmt und dann fange ich an, Liedchen zu singen. Ne? Und dann fange ich so an, so: Schlaf, Kindlein, schlaf, der Vater hütet die Schaf. Papa! Was ist denn? Ich hab noch Durst. Du hast den mal aus der Toilette getrunken, was soll das? Naja gut, hier, bitteschön. So, ruhig jetzt. Schlaf. Papa! Was ist denn? Ich hab was in der Nase. Ein Popel? Nein, mein Finger. Hol ihn einfach raus, leg dich hin, ruhig jetzt. Schlaf, Kind. Papa! Ja, was ist denn, verdammt? Ich hab Hunger. Du kannst keinen Hunger mehr haben, dann ist halt das Monster unterm Bett. Monster unterm Bett, Papa? Papa? Welcher Papa? Und das war dumm. Da gab's natürlich ein Riesengeschrei, Gezeter, alles Mögliche. Jetzt habe ich den Salat, jetzt schläft das Monster nämlich bei uns im Bett. Naja, nee, war natürlich nur Quatsch. Aber dann geht's halt noch immer weiter, sie hört nicht auf. Und dann sage ich: Mona, es ist jetzt Schluss, aus, vorbei, Ruhe. Ich fange nochmal an. Schlaf, Kindlein, schlaf, der Papa. Was zum Gott, was ist denn? Papa, ich hab dich lieb. Ich auch, mein Schatz. Schlaf, Kindlein, schlaf, der Vater ist ein Schaf, die Mutter... Papa! Ja, was ist denn? Ich habe einen Stinky in der Windel. Das ist doch nicht schlimm, mein Schatz. Schatz, ich rufe schnell die Mama. Danke, das war's von mir. Matthias Ziegler aus dem Saarland!